Moin Leute, mein Name ist Koi und einige von euch haben bei meinem aktuellen Bild den Wunsch geäußert, nochmal eine weiter ausgebaute Version zu sehen. Und da das eben mein letzter Bild der aktuellen Liga ist, komme ich dem Wunsch gerne nach. Und meine Güte, kann das Geld fressen. Vor allem, weil der Markt so spät in der League auch noch spärlich gesät ist. In diesem Video zeige ich euch also, was sich jetzt genau seit dem letzten Mal geändert hat, auch wenn ich sagen muss, die letzte Version hätte mir völlig ausgereicht. Falls ihr noch gar nicht wisst, worum es überhaupt geht, schaut euch natürlich erstmal den richtigen Bildguide an, Link in der Videobeschreibung. In erster Linie haben wir den Schwellenwert von 52% Abklingzeitreduktion erreicht. Dadurch feuern wir jetzt noch viel schneller die einzelnen Zauber ab, was wiederum auch eine Schadenserhöhung um 30-40% bedeutet. Und der Schaden war ja vorher schon nicht schlecht. Ich habe es auch geschafft, nur noch einen von diesen Kreaturenringen zu nutzen, sodass wir bei dem anderen noch ein paar normale Stats drauf haben können. Über die verbesserte Ausrüstung habe ich auch nochmal etwas mehr Schutz rauspressen können. Das alles hat mich aber auch vor neuen Problemen gestellt. Die erhöhte Aktivierungsfrequenz sorgt für erstmal mehr erlittenem Schaden pro Sekunde und für Mana-Probleme. Sobald der Loop erstmal ein paar Sekunden gelaufen ist, sind die verschwunden, aber ich muss momentan zweimal den Loop starten, weil er mangels Mana beim ersten Mal wieder abbricht. Es gibt eine Lösung dazu, die verringert aber gleichzeitig wieder unsere Defensive, mehr dazu gleich. Ich habe mit dem Bild auch ein paar Überbosse gemacht. Das große Problem ist hier die Übersichtlichkeit. Ich sehe halt nichts. Und da wir nicht so tanky sind, um einfach in allem stehen zu bleiben, kann das schon nervig sein. Über Shaper war kein Problem, aber gerade bei Maven oder beim Exarch verliert man bei dem Effektgewitter einfach die Übersicht. Wir nutzen dieses Mal auch die neue Aszendenz des Primalisten, um die 52% Abklingzeitreduktion zu erreichen. Falls ihr dieses Video nach 3.23 schaut und die neuen Aszendenzen nicht übernommen wurden, wird das nicht mehr so einfach nachbaubar sein, denkt da also bitte dran. Kommen wir jetzt mal zur verbesserten Ausrüstung und leichten Anpassungen im Baum. Mir hat der Bild sehr viel Spaß gemacht, auch wenn auf Dauer Kopfschmerzerscheinungen auftreten können. Sowohl beim Bauen als auch beim Spielen des Bilds. So, fangen wir also mal mit der geänderten Ausrüstung an. Es hat sich jetzt auch nicht so viel getan, aber so ein paar Kleinigkeiten eben schon. Wichtige Änderungen beim Setup möchte ich vielleicht zuerst drauf eingehen. Denn wir hatten ja vorher in unserem Helm das Setup mit den Skeletten und Zaubern bei erlittenem Schaden. Und wir hatten hier drin den verbotenen Ritus. Das hatten wir alles in einem Setup bei Zaubern bei erlittenem Schaden. Das war verbunden mit verbotener Ritus und den Skeletten. Dadurch, dass wir jetzt nur noch einen Ring nehmen, müssen wir die Skelette hochleveln, sodass sie insgesamt mit unseren Modifikatoren auf Stufe 21 kommen. Bei mir habe ich einen globalen Modifikator durch das Amulett, was übrigens auch neu ist. Wenn ihr noch mit dem alten spielt, kriegt ihr davon aber auch plus 1 Level. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass über alle Modifikatoren in Mech die Skelette dann Stufe 21 sind. Und warum? Weil wir dann gleich 4 Skelettkrieger beschwören können. Vorher waren es immer nur 3. Das ist deswegen wichtig, weil wir immer noch genug Schaden erleiden müssen. Und da wir jetzt nur noch einen Ring nutzen, geht ja ein bisschen erlittener Schaden weg, weil wir ja vorher 2 genutzt haben. Deswegen beschwören wir jetzt mit der Stufe 21 Gem direkt 4 auf einmal und kriegen dann, wenn sie sterben, direkt 4-mal den Schaden durch diesen Ring. Das ist auch der Ring, den wir schon kennen, aber hier sind jetzt physische und Chaos-Schaden-Modifikatoren plus 20% über die Qualität. Das geht über die Katalysatoren, die es bei der Ultimatum-Mechanik gibt. Das sind diese hier, die schädlichen Katalysatoren. Die wurden hier angewandt und die sorgen dafür, dass dieser Schadensmod da unten mit diesem erleidet bei Tod einer Kreatur physischen Schaden auch erhöht wird. Denn standardmäßig sind das ja eigentlich nur 350 physischen Schaden, den wir erleiden, wie das vorher ja auch war. Mit der Qualität erhöht sich das aber auf 420. Das heißt, wir kriegen dann in diesem Setup 4-mal durch 4 Skelette mal 420 physischen Schaden ab. Plus jetzt den verbotenen Ritus. Der ist jetzt aber nicht mehr hier in diesem Setup drin, weil das mit den Cooldown-Zeiten nicht mehr geklappt hat, dass wir konstant genug Damage bekommen haben. Das heißt, dieser verbotene Ritus, den wir hier haben, immer noch auf Level 1, braucht jetzt seine eigene Unterstützung. Das ist ganz wichtig, sonst hat das hat einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben hier einfach nur Zaun bei erlittenem Schaden der Stufe 1 drin und hier der verbotene Ritus auch immer noch auf Stufe 1. Der muss jetzt so aber einzeln da rein. Deswegen haben wir jetzt auch einen Platz weniger, weil wir nochmal eine Unterstützung jetzt
mehr haben müssen. Und da ist bei mir die Rune der Macht jetzt einfach rausgeflogen. Die hatte sowieso einen langen Cooldown und so und wir sind ja ständig rumgelaufen. Die hat eh nicht so viel gebracht. Deswegen habe ich die jetzt rausgeworfen, weil ich eben noch Platz brauchte für die zusätzliche Unterstützung, weil der verbotene Ritus jetzt sein eigenes Setup braucht. Das heißt, für diesen Kreislauf brauchen wir ein Setup mit Zaunbeil mit einem Schaden Stufe 1 und verbotener Ritus Stufe 1. Und dann Skelette beschwören auf insgesamt Stufe 21 mit einem Zaunbeil erlittenem Schaden auf Stufe 20 mit am besten 23% Qualität. Ansonsten ist hier die schneidende Kälte jetzt mit drin, die dadurch automatisch ausgelöst wird. Unser Fluch, der hier den Kältewiderstand reduziert, den hatten wir vorher ja aber auch schon drin. Und ich konnte jetzt diese Unterstützung der verkürzten Dauer nochmal ein bisschen Qualität drauf machen und entsprechend hochleveln. Ich bin gerade dabei, das so weit hochzuleveln, bis es quasi nicht mehr geht, um uns diesen neuen Cooldown, den wir haben, uns anzunähern. Bei mir steht jetzt hier zum Beispiel 0,16 Sekunden. Wie kriegen wir den neuen Cooldown hin? Das machen wir vor allem, beziehungsweise ausschließlich jetzt, neben dem Gürtel, den wir ja schon hatten mit 12% Abklingzeit und diesen Schuhen mit nochmal 8%, haben wir jetzt Anhänger bekommen. Durch unsere zweite Aszendenz, den Primalisten. Das heißt, ich habe hier drei Anhänger drin und über diese drei Anhänger müssen wir jetzt auf diese 52% Abklingzeitreduktion kommen. Das war ja der letzte Schwellenwert. Es waren ja 9%, 27% und 52%. Und wir haben ja schon 20 über die Ausrüstung, also fehlen ja nur noch 32 über die Anhänger. Das heißt, ihr wollt auf diese drei Anhänger insgesamt dann 32% Abklingzeitrate haben. Das heißt, entweder einmal 12 und zweimal 10 oder eben zweimal 11, einmal 10, wie ihr das handhaben wollt. Vor allem auch, wie teuer die ganzen Sachen sind. Je höher die Werte, desto teurer werden die natürlich. Das heißt, in meinem Fall habe ich hier einmal 11% beschleunigte Abklingzeitrate und nochmal ein paar Elementarwiderstände. Hier auch nochmal Elementarwiderstände und beschleunigte Abklingzeitrate. Und hier habe ich nochmal die Chance, Zauberschaden zu drücken und 10% beschleunigte Abklingzeitrate. Je nachdem, welche Kombi ihr da nehmt und wie hoch die Zahlen sind, werden die richtig teuer. Die sind 20, 30 Divines, gibt auch welche für 50 und 80 Divines. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel die gekostet haben, irgendwas zwischen 20 und 50 Divines pro Stück. Also das ist auch nochmal richtig teuer, aber sorgt eben dafür, dass wir jetzt nochmal viel, viel schneller abfeuern können. Da wir jetzt einen Ringslot frei haben, habe ich mich hier für einen Zinnoberring entschieden, für nochmal maximales Leben, Stärke und Intelligenz dazu. Die Stärke war gut, weil ich dann einen passiven Punkt im Baum nochmal ändern konnte. Die Intelligenz gibt dann auch nochmal ein bisschen Mana, den wir brauchen, weil das Mana, komme ich gleich noch zu, brauchen wir tatsächlich sehr gut. Und ich habe nochmal selbst drauf gecraftet, extra Mana und nochmal ein bisschen Wiedergewinnung durch erlittenen Schaden für das Mana, weil wir das sehr viel brauchen. Wir haben jetzt dadurch, dass es alles so schnell geht, exorbitante Mana-Kosten. So sieht also zum Beispiel dieser Ring aus. Was ich auch nochmal geändert habe, das ist aber kein Muss, das habe ich jetzt einfach mal so gemacht, ist das Amulett. Hier habe ich jetzt plus 1 zur Stufe aller Fertigkeiten gemmen, was sehr wichtig ist für unsere Skelette. Und nochmal plus 1 zur Stufe aller Kältefertigkeiten, was sehr gut ist für unsere Zauber. Ansonsten habe ich auch nochmal verringerte Mana-Kosten von Fertigkeiten. Ob ihr das nochmal so kriegt, wage ich mal zu bezweifeln. Ansonsten habe ich einfach nur auf Mana und globalen Multiplikator für kritische Treffer geachtet. Ansonsten mehr Leben natürlich auch noch sehr gut. Ihr könnt aber auch weiter mit dem alten Amulett spielen, das ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Ich habe tatsächlich auch nochmal meinen Gürtel ausgetauscht. Der ist so ähnlich wie der alte, nur was fehlt hier? Die Chaosresistenz. Denn ich habe gemerkt, dass die Chaosresistenz die Schnelligkeit meiner Wiederholungen reduziert. Denn ein Tipp an der Stelle noch mehr. Ihr könnt nämlich gut sehen, ob euer Loop, euer Kreislauf schön im Takt ist, indem ihr euch hier die Skelette als auch diesen Eisspeer anzeigen lässt. Und wenn wir jetzt mal unseren Loop aktivieren, sehen wir erstmal das erste Problem, dass ich das beim ersten Mal nicht aktivieren kann, sondern es zweimal machen muss, damit das dann läuft. Und erst nach und nach kriegen wir die exorbitante Mana-Regeneration. Habt ihr gesehen, wie lange das unten war? Und dadurch, dass wir jetzt aber so viel Schaden erlitten haben, ging das langsam hoch. Das ist momentan das Problem, was ich noch habe. Und das können wir theoretisch lösen mit erstens noch mehr Schutz, mit noch mehr Mana oder natürlich, wenn wir einfach sagen, wir verzichten auf Geist und Materie, weil dann wird kein Schaden mehr vom Mana abgezogen. Und damit haben wir dann auch keine Mana-Probleme und können das beim ersten Mal direkt starten. Wir verlieren dadurch aber auch ein bisschen Defensive, weil eben kein Schaden mehr vom Mana abgezogen wird. Und das wollte ich nicht. Ich spiele jetzt einfach damit, dass ich das am Anfang zweimal aktivieren muss. Sobald es auch einmal läuft, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir stoppen das mal kurz, können wir es aber schnell wieder aktivieren. Wir haben immer noch genug Mana-Regeneration, die hält ja für 3 Sekunden, nachdem wir Schaden erlitten haben.
Also es ist immer ganz schnell, wenn das einmal läuft, kann man das auch schnell wieder reaktivieren. Es ist nur am Anfang der Map oder am Anfang eines Bosskampfs oder wo immer, wo wir das zweimal aktivieren müssen. Das ist gerade ein bisschen nervig, aber ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr und auch kein Geld mehr, um das Problem auch noch zu lösen. Deswegen lebe ich jetzt erstmal damit. Und hier können wir eben schön sehen, wie diese ganzen beiden Symbole im Einklang immer quasi ihre Farbe wechseln. Also dieser Kreislauf, ne, auch wenn er sehr schnell ist, das sieht gleich aus. Sobald das nicht mehr so aussieht, quasi wenn der Eisspeer langsamer, irgendwie eine langsamere Bewegung, langsameres Flackern hat als diese Skelette, dann ist irgendwas falsch. Und bei mir war da nämlich falsch, dass ich zu viel Chaosresistenz hatte. Sobald ich den Chaoswiderstand bei mir reduziert habe, ich bin jetzt wirklich bei vollen minus 60%, dann war das wieder in Einklang. Weil wenn das nicht im Einklang ist, bedeutet das, dass ihr noch viel, viel weniger Schaden macht, weil ihr eben nicht jedes Mal, wenn die Skelette sterben, Dinge abfeuert. Und das ist natürlich schlecht, weil das wollen wir ja haben. Deswegen achtet da so ein bisschen drauf, dass das im Einklang hier steht. Wenn es nicht im Einklang steht, stimmt noch irgendwas nicht. Bei mir war es der Chaoswiderstand. Ich habe mir ansonsten auch nochmal einen neuen Helm und neue Handschuhe geholt. Einfach nur mit noch mehr Schutz drauf. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Helm mit 701 Schutz und hier haben wir Handschuhe mit 517 Schutz. Das sind, glaube ich, so 70 bis 100 Schutz mehr, als ich vorher hatte. Und damit haben wir jetzt hier 1275 Schutz, was ich schon sehr geil finde. Wenn man das wirklich komplett min-maxen will, kommt man sogar auf über 1300 Schutz. Da braucht man aber wirklich alle Stufe 1 Mods von diesen Schutzmodifikatoren und dann eben auch noch gut gerollt. Das war es mir jetzt nicht wert und die sind auch übelst teuer und ich hatte jetzt keine Fossilien mehr. Und aber das hat mir jetzt erstmal so gereicht. Und der Rest ist tatsächlich gleich geblieben. Kleine Änderungen gab es noch im passiven Baum. Ich habe zum Beispiel erstmal den Stärkepunkt wegnehmen können, weil ich ja jetzt so einen Ring habe, der mir nochmal Stärke gibt. Ansonsten hatte ich ja hier Punkte drin für diese erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen. Die habe ich weggenommen und dafür woanders reingesteckt. Und zwar einmal hier rein, weil hier gibt es auch erhöhte Anzahl erhaltener Fläschchenfüllungen und nochmal maximales Mana, was wir sehr gut gebrauchen können. Und dann habe ich die halt einfach hier reingesteckt, weil hier gibt es auch nochmal 10% pro Punkt. Das fand ich besser als diese drei Punkte hier oben. Ansonsten hat sich eigentlich nichts weiter verändert, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Ich hatte jetzt hier noch ein Juwel drin, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht so richtig erwähnt. Auf Juwelen, wenn ihr zum Beispiel noch Probleme habt mit der Flasche, dass sie dauerhaft aktiv ist, gibt es auch Mods wie hier, verlängerte Fläschchenwirkdauer. Die ist richtig, richtig gut, wenn ihr noch Probleme mit den Flaschen habt. Habe ich jetzt zum Glück nicht mehr gehabt, weil ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr Qualität auf die Flaschen bekommen, als auch nochmal ein bisschen mehr verringerte verbrauchte Fläschchenfüllung auf meinem Gürtel. Das waren vorher 18%, jetzt sind es 20% und ich habe hier nochmal ein bisschen Qualität auf den Flaschen. Hier 28%, hier würde ich auch gerne noch 28% haben für die letzten 0,1 Sekunden, die da noch fehlen. Und das sorgt eben dafür, dass ich dieses Juwel nicht mehr brauchte mit dieser verlängerten Fläschchenwirkdauer. Und deswegen konnte ich mir jetzt neues Juwel holen, das nochmal irgendwie 15% Damage gebracht hat, und zwar ein Auge des Wächters Juwel mit erhöhter Kälteschaden während und dem Einfluss von Hass, was ja unsere Kälteschadensaura ist. Das gibt es auch zum Beispiel mit Kältewiderstandsdurchdringung, würde auch sehr gut funktionieren. Am besten wäre natürlich beides drauf, aber das kostet dann wieder 100 bis 120 Divines, die hatte ich jetzt so nicht mehr rumliegen. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Update, mehr ist nicht passiert, aber wir haben unseren Damage nochmal richtig krass erhöhen können. Wie gesagt, Überbosse sind möglich, wenn auch ein bisschen knifflig. Man muss also auch schon wissen, was da passiert, weil sonst sieht man es einfach nicht mehr. Aber es ist für mich auch eher ein Clear-Bild, weil man damit eben sehr schön und sehr smooth durch die Maps zwischen kann. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Schaut gerne mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.